Er war Burgschauspieler und kommt aus einer großen Schauspielfamilie. Er ist einzigartig wandelbar. Ich habe viele Fragen mit und mein heutiger Gast wird sie mir hoffentlich alle beantworten. Hallo Cornelius Obonya. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr, sehr gern. Ich habe Sie bei der Lesung von den Texten von Abraham a Sancta Clara getroffen. Ich habe versucht, alle Wörter zu verstehen, aber es hat dann doch nicht so ganz geklappt und die Mama hat mir ein paar Wörter erklären müssen. Und Sie haben in dem Film Der Fall der Gerti B. mitgespielt, wo ich auch eine kleine Rolle hatte. Das sind ja eher zwei gegensätzliche Rollen von der Sprache her. Wie wichtig ist die Sprache beim Schauspiel im Vergleich zur Mimik? Also ist eher Sprache wichtig oder eher Mimik oder ist das gleich? Danke für die Frage, das ist schon mal wirklich eine der intelligenteren, die mir seit vielen Monaten gestellt wurde. Danke herzlich. Ich meine es ganz ernst. Die Sprache ist das Um und Auf. Sie ist das, wie wir kommunizieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das Baby kommuniziert ohne Sprache und kommuniziert mit Mimik. Das heißt, das könnte eigentlich das Erste sein. Ist es auch, ja, eben nur für das Baby? Wenn dann die Sprache dazukommt, ist es die Sprache, in der wir kommunizieren und in der dann Schauspiel für das jeweilige Volk stattfindet. Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener, alle haben ihren eigenen Stil. Japaner ganz anders, afrikanisches Theater vollkommen was anderes, viel körperlicher, weil eine längere Tradition der mündlichen Weitergabe. Wir sind es spätestens seit dem Buchdruck von Gutenberg gewohnt, Dinge gedruckt und geschrieben vorzufinden und zwar möglichst für alle habbar. Das war auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel noch viele hundert Jahre nicht so, auch nicht notwendig, weil die Intensität dieser Weitergabe von Generation zu Generation gleich blieb. Das heißt, dieser Ausdruck, wir haben ja auch zum Beispiel, Europäer haben wahnsinnig gern afrikanische Masken, ja, weil dieser Ausdruck sich dann in diesen Masken widerspiegelt. Bei den Japanern ist es anders, da wird die Maske verwendet als Schutz und als ein Zeichen, eine Figur darzustellen von vornherein, der Bösewicht, das Mädchen, der Liebhaber, der König, die Bäuerin, was auch immer. Und das ist auch, das haben wir, kennen wir eigentlich nur in Europa über das Maskenspiel der Commedia dell'arte im Italien des ausgehenden Mittelalters und der Renaissance. Aber für uns, was den Text betrifft, für den Schauspieler, jetzt sage ich mal unser deutschsprachiger Sprachraum hier, ist der Text das Um und Auf. Und erst dann kleben wir mehr oder minder die Mimik dazu. Ich finde ja Ihre Stimme oder wie Sie sich ausdrücken sehr cool und vor allem sehr angenehm. Aber wie ich schon am Anfang erwähnt habe, Sie sind ja ziemlich wandelbar. Sie haben 26 verschiedene Rollen verkörpert. In einem Stück, ja. Ja, es ist schon. Also hintereinander 26 verschiedene Rollen. Echt, also... Bewundere ich sehr, muss ich sagen. Vielen Dank. Wie viele verschiedene Dialekte können Sie? Boah, habe ich nie gezählt, kann ich auch gar nicht zählen, weil ich versuche immer, wenn ich neue Herausforderungen habe und die haben mit einem Dialekt zu tun, muss ich das immer wieder neu trainieren. Das ist nicht etwas, was ein paar Sachen hat man so schnell drauf. Ja? Aber es gibt da ganz andere Dinge, die könnte ich, wo ich sage, ich weiß, wie der Klang geht, ich habe ihn im Ohr. Aber es dann wirklich zu entäußern, ist was vollkommen anderes und müsste ich trainieren. Und entweder man scheitert dann dran oder es funktioniert. Sie haben ja sehr viele Schauspieler im Background. Ist das eher Druck oder Unterstützung? Druck war es im Grunde, am Anfang würde man den Druck eher spüren. Ich habe das für mich... Und mir fällt kein besserer Ausdruck ein, den verwende ich öfter, aber es ist so. Ich habe das abgewehrt durch fulminantes Desinteresse an meiner eigenen Familie, weil dass die alle Schauspieler waren, Großvater, Großmutter, alle Tanten, nicht alle Onkel, aber einer zumindest, und dann auch noch die eigenen Eltern, beide, ist ein Hammer, sage ich einmal. Es muss man erst mal verknusen. Nur, für mich war das Normalität.
Ich habe nichts anderes kennengelernt. Ich habe nicht den Unterschied kennengelernt. Als ich dann selber zum Beruf gehen wollte, war es für mich irgendwie klar, entweder ich schiebe das alles weg, aber das war kein bewusster Vorgang. Ja? Also ich interessiere mich jetzt für meine Familie nicht. Das wäre Blödsinn. Sondern ich habe ganz genau gemerkt, es braucht mich nicht zu interessieren, weil ich muss so und so meinen eigenen Weg finden. Wenn ich dann da oben auf der Bühne stehe oder vor der Kamera, ist es meine Verantwortung. Und in Wahrheit schützt mich da der Name genau gar nicht. Weil entweder ich begeistere ein Publikum oder eben nicht. Entweder ich habe Talent oder eben nicht. Entweder ich habe meine Ausbildung anständig irgendwie durchgeführt mit mir selber, ja, wie kurz sie auch immer sein mag. Und eine klassische Ausbildung in dem Sinn hatte ich eigentlich nur ein Jahr. Und dann hatte ich das große Glück, gleich arbeiten zu dürfen. Das bedeutet das berühmte Learning by Doing. Und ich hatte das Glück, auf lauter Theaterleute zu treffen, die sich auch die Mühe gemacht haben, sich tatsächlich mit mir zu beschäftigen, abgesehen von irgendwelchen familiösen Zusammenhängen, Namen oder was auch immer. Ja? In Wahrheit ist das vollkommen uninteressant, denn es bringt einen nicht weiter. Und es wird, je älter man wird, umso schwieriger und umso uninteressanter, weil dann ist der Nimbus der Jugend irgendwann mal weg. Und dann kommen Rollen, wo man nur aus der eigenen Erfahrung auf der Bühne stehen kann. Und da nützt einem gar nichts, ob das mal, wie in meinem Fall, dass ich Jedermann spielen konnte, ob das jetzt mein Großvater auch gespielt hat, ist insofern nur interessant als Tatsache. Er hat es in einer vollkommen anderen Zeit gespielt. Ich bin ein anderer Typ Mann, als er war, notwendigerweise. Ich habe ein anderes Alter gehabt, als ich die Rolle bekommen habe, genauso wie er. Das Verständnis über das ganze Stück ist ein vollkommen anderes. Und fünftens ist die ganze Zeit und alles, wie die Welt damals war, für meinen Großvater grundsätzlich anders als für mich. Das heißt, jeder Vergleich ist vollkommen wahnsinnig im Grunde. Was man vergleichen kann, ist: habe ich es geschafft, genauso die Leute bei der Stange zu halten, genauso in diesem Stück zu begeistern, für welche Einzelfacette der Rolle auch immer. Vielleicht hat mein Großvater eine Art von Humor ein bisschen besser hinbekommen, vielleicht bin ich anders in die Tiefe gegangen. Oder umgekehrt. Ich war mit Sicherheit wesentlich körperlicher als er, weil wir haben getanzt. Und zwar wirkliche Choreografie. Das war für ihn, da war quasi nur die Tischgesellschaft und man schunkelte so ein bisschen zur Musik. Wir hatten eine durchkomponierte, fast jazzige Geschichte, die von einem New Yorker Choreografen choreografiert wurde. Und das war das absolut Anstrengendste an dem ganzen Ding. Bei 40 Grad plus eine Choreografie zu tanzen, ist echt nicht einfach. Also, um das noch ganz klar zu sagen, der Druck ist es nicht. Es hilft einem auch nicht. Das ist aber bei meiner Familie, das muss ich ihr zugute halten und ich hoffe, das selber so tun zu können, sollte mein Sohn irgendwann mal die wahnsinnige Idee haben, die fünfte Generation darstellen zu wollen in diesem Beruf. Wir haben einander nie geholfen. Meine Mutter hat mir am Anfang eine Telefonnummer gegeben von einem Mann, von dem sie sagte, der ist nicht mal aktiver Schauspieler gewesen, der könnte mit dir die Vorsprechrollen, die ersten, trainieren. Ruf ihn an. Vielleicht macht das. Klar waren die befreundet, ja, und klar hat man den damals 17-Jährigen geschützt, ja. Natürlich haben sich die abgesprochen. Aber trotzdem, es war mein Anruf, den ich zu leisten hatte, und es war meine. Wir haben dann die Texte besprochen oder sowas, wo mir natürlich geholfen wurde, weil ich keine Ahnung hatte. Das ist so, das würde jeder andere auch tun. Aber es war sicher nicht so, dass man sagte, du, du bist der Sohn von mir, den engagierst du mal, ja, so. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, das so nie funktionieren würde und auch nie so funktioniert. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass das Ihre Mutter so gemacht hat. Also gab es damals auch nie wirklich Druck von der Familie, die dann gesagt hat, du musst jetzt Schauspieler werden, weil. Überhaupt nein, und ganz im Gegenteil. Jeder, der gesagt, also sowohl meine Großmutter als meine Mutter es wollte, als auch meine Mutter als ich es wollte, haben mehr oder minder einen mittleren Nervenzusammenbruch hingelegt. Warum das jetzt denn sein muss? Kann man da nicht was Anständiges lernen? Und meine Mutter wurde eigentlich noch gezwungen. Das weiß kaum wer, aber meine Mutter ist gelernte Filmcutterin. Die hat Filmschnitt gelernt, weil sie es musste.
Und dann wurde auch noch, Anfang der 50er Jahre, wurde auch noch geheiratet. Da gab es ein gewisses bürgerliches Ding. Man hatte anständig, und der Mann war Arzt, die Ehe dauerte 3 Monate. Aber das ist meine Mutter, die sich dann irgendwann unter die Fittiche der Susi Nicoletti, auch schon eine lang gestorbene Schauspielerin, begab, die gesagt hat: Okay, liebe Elisabeth, so heißt meine Mutter, was willst du? Ich möchte eigentlich Schauspielerin werden, aber die Eltern sind jetzt nicht so ganz dafür. Aus dem einfachen Grund, weil Christiane, meine gerade verstorbene Tante, war damals mit 17 schon beim Film. Das heißt, sie war die mittlere Tochter, aber war früher im Beruf. Und meine Mutter wollte das eigentlich auch, hat sich aber einfach anders Zeit gelassen und ist auch die einzige von den drei Schwestern, die die Matura hat, weil sie einfach länger in der Schule war. Und dann war das aber nicht der Weg meiner Mutter. Und schlussendlich ist es dann folgerichtig, dass nachdem die Susi Nicoletti meine Mutter, wie gesagt, unter ihre Fittiche nahm und ich sagte: So, erst einmal raus aus dem, dann vielleicht mit dem Mann, mit dem man nicht so ganz glücklich verheiratet ist, sollte man vielleicht doch, das ist ja kein Leben, ja? Und notwendigerweise war das einzige Kind, das meine Mutter jemals bekommen hat, nämlich mich, war dann sie, die Susi Nicoletti, meine Taufpatin. Ja, aber das find ich eigentlich urtoll, dass ihre Mutter dann ihren eigenen Weg gefunden hat. Was für eine Frau in den 50er Jahren, Anfang 60er Jahre, wirklich kein Honiglecken war. Ja, also ich finde das eigentlich ziemlich stark von ihrer Mutter. Ich auch. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie gar nicht Schauspieler werden wollten, sondern Archäologe. Das war mein erster Berufswunsch. Da war ich 14, 15, ein bisschen jünger. Kommt daher, dass meine Mutter mit mir viele Reisen unternommen hat nach Griechenland, immer so in den Schulferien. Und Archäologie hat mich dann einfach total begeistert. Tut es auch heute noch. Also ich bin immer sehr, wenn ich irgendwo Berichte lese, dann möchte ich das sofort genauer wissen, so gut es halt geht. Aber irgendwann spürt man dann was anderes. Und ich habe ganz genau gemerkt, für diesen Beruf, der extrem viel Präzision braucht und Ruhe, diese Ruhe werde ich nicht haben. Bei mir muss es eher unruhig sein, aber es kommt dann hoffentlich auch eine gewisse Präzision im Beruf dazu. Sie haben mal gesagt, dass Sie immer ein Buch bei sich tragen. Tragen Sie heute auch eins bei sich? Und wenn ja, welches? Heute jetzt gerade nicht, weil ich quasi ohne meine Arbeitstasche bin. Aber im Moment lese ich, jetzt fällt mir der Autor nicht ein, aber das Buch heißt Das Seeker und geht um das England der Jahre 1650, also Oliver Cromwell, die königslose Zeit. Und dieser Seeker hatte die Aufgabe, versteckte Katholiken und Königstreue herauszufinden. Das ist eine reine Abenteuergeschichte. Das ist das eine. Dann lese ich eine Kulturgeschichte Italiens, was ein ziemlicher Wälzer ist, weil mich das einfach immer schon interessiert hat. Und das ist auch nicht das erste Buch, das ich darüber lese, aber es ist immer wieder schön. Also solche Sachen, ja. Aber ich habe es tatsächlich immer bei mir. Und ich bin schwer am Überlegen bei all dem, was man an Büchern kauft. Und ich habe gern die Haptik. Ja, ich auch. Ob dann nicht doch bei meinem Leseverbrauch, weil irgendwann hat man dann die Bücher auch zu Hause stehen und die Tonnen werden immer schwerer in dem Bücherregal. Entweder man tauscht sie weg, verschenkt sie, was auch immer, lebend gern. Ich habe nur das Gefühl, langsam wäre ein E-Reader gar nicht so schlecht. Ich muss mal schauen, vielleicht erwischt mich dann doch noch der Kindle irgendwann. Bin gespannt, müssen Sie unbedingt mal erzählen. Naja, es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne höre, der heißt The Rest is Politics und ist in England. Ist gerade Number One dort und wirklich unglaublich interessant, einfach weltpolitisch und auch englandpolitisch. Und ich bin ein bisschen englandaffin. Und da ist einer der Podcast-Teilnehmer Rory Stewart. Und das ist ein sehr, sehr wirklich seltsamer Mensch. Der war schon alles: Diplomat, Archäologe, Verwalter in Afghanistan, you name it. Und der kann auch nicht ohne Bücher und der hat dann auch irgendwann aufgegeben und gesagt: Nein, ich kann nicht. Ich habe dieses Ding da mit und das ist fertig. Ich könnte es heute hier im Sakko haben, wenn ich es anständig machen würde. Dann hätte ich ein Buch bei mir. Ich werde es mir überlegen. Der Buchtitel zu Ihrer Biografie heißt
Kommen Sie bitte weiter vor. Sie haben erzählt, dass dieser Satz sehr prägend für Sie war. Gibt es noch einen Satz, der Sie so geprägt hat? Ja, gibt es. Und zwar in einem Interview, das Laurence Olivier gegeben hat, schon ein sehr, sehr alter Mann, großer Schauspieler in England gewesen. Und der wurde, nachdem er wirklich alles, also vom Oscar über Regie geführt, Filme selber gedreht, im Grunde ein Mann in seiner Zeit, in den 30er, 40er und 50er, wie es heute vielleicht Kenneth Branagh ist, der auch seine eigenen Filme dreht. Und der wurde, nachdem er auch lange Jahre Direktor des National Theatre war, stand der Mann am Ende eines langen Filminterviews und langer Filmbiografie auf der Bühne des Old Vic. Und der Interviewer, den man nicht sah in der Kamera, man spürte aber, er muss hinter der Kamera stehen, hat einfach nur gefragt, was würden Sie jetzt einem jungen Schauspieler oder jungen Schauspielerin, was wäre so die Quintessenz? Ja, was würden Sie weitergeben? Und da sah man den alten Mann im Gegenlicht auf dieser Bühne mit dem Rücken zur Kamera, Zuschauerraum leer. Man hat lange überlegt und hat sich nur umgedreht und hat dann irgendwann einmal den wunderbaren Satz gesagt: If you don't go for a drink after rehearsal, you're gonna suffer very much. Was übersetzt heißt, wenn man nicht auf einen Drink geht nach der Probe, wird man sehr, sehr leiden. Das meint Folgendes. Das meint schlicht und ergreifend nicht, dass man sich niederkübeln soll mit Alkohol, es geht um einen Drink, sondern dass man irgendwann einmal mit dem ganzen Kunstgedöns der eigenen Befindlichkeit, ja, speziell als Schauspieler, wo wir haben nur uns, wir sind das Instrument. Ich kann nicht heute behaupten, mein Cello war verstimmt, deswegen hat es nicht so geklappt, sondern ich bin verstimmt. Ja? Meine Stimme ist zu rau, zu hoch, zu breit, zu flach, ich habe zu viel zugenommen, ich habe zu viel abgenommen, was auch immer. Ja? Irgendwann einmal gibt es einen Punkt, wo mit dem ganzen Brimborium um sich selbst Ende ist. Einfach Schluss. Und dann gehe ich einen trinken oder mache sonst was. Es war nur ein Synonym für Stop. Irgendwann ist die Beschäftigung mit sich selber, mit der Kunst weg. Sondern dann gibt es vielleicht ein Haus, eine Ehefrau oder Ehemann, ein Kind, Hund, ein Auto, ein zu reparierendes Gartenhäuschen, was auch immer. Aber irgendwann ist einfach Timeout und dann beschäftigt man sich wieder damit. Aber wenn man das ununterbrochen macht, beginnt etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, selber als Schauspieler, man beginnt sich selbst zu glauben und zu ernst zu nehmen. Und irgendwann einmal wird die kleine Welt mit sich selber der Bauchnabel, um den sich alles kreist. Und irgendwann beginnt man dann sein Ego quasi autobahnbreit in die Menschheit zu schieben und schaut einfach, weil man ja mit sich selber ununterbrochen mit 100 km/h unterwegs ist, nicht mehr links und rechts, was eigentlich so abläuft. Und das hat zwei Effekte, meines Erachtens. Manchmal beginnt dann das private Leben zu leiden, obwohl das gar nicht hätte sein müssen. Und das Zweite ist, dass man vergisst, auf die Menschen zu schauen, die man eigentlich darstellen soll. Denn wir versuchen, das Leben abzubilden. Und ich kann keine Geschichten erzählen, wenn ich nicht selber Geschichten aufnehme. Das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, weil ich spiele ja auch gerne in Filmen mit und schon seitdem ich klein bin. Und auch für die Interviews. Also ich werde mir das auf jeden Fall mitnehmen. Dankeschön. In einem Interview haben Sie mal erzählt, dass Sie ein typischer Häuselleser sind. Sie haben gut recherchiert. Ja, ja, das ist der Ort, an dem ich am ruhigsten zum Lesen komme. Üben Sie da auch am liebsten Ihre Drehbücher? Nein, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Sie sind aus dem Ensemble des Burgtheaters ausgestiegen. Sie sagten einmal, das war eine Unsicherheit für Sie, aber auch eine Befreiung. Haben Sie es bis heute nicht bereut? Nein. Nein, nicht einen Tag. Obwohl, ich muss ehrlich zugeben, es gab vielleicht einen einzigen Moment in der Pandemie, als es ganz am Anfang, im ersten Lockdown, als es überhaupt nicht klar war, wohin das führen soll. Und plötzlich hat man so ein Sicherheitsbedürfnis, ja. Obwohl, und das hat mich dann ganz schnell davon geheilt, die Theater waren zu,
Filme wurden weiter gedreht. Und das Wichtigste war die Aufrechterhaltung dieser Lieferung mehr oder minder. Da beginnt dann unsere Kunst, wenn Sie so wollen, tatsächlich sehr, sehr notwendig zu werden. Weil wenn die Theater zu sind, dann ist das Einzige, was da noch läuft, die Glotze, der Fernseher oder das Radio. Das heißt, Hörspiele zu produzieren oder Filme weiter zu produzieren, war wichtig und war etwas, was gemacht wurde, und deswegen konnten wir uns da schützen. Das hatte für uns natürlich den Vorteil, dass die Leute, die beim Film gearbeitet haben, ob das jetzt ein Fahrer war oder der Produzent selber oder Schauspieler oder wer, die haben tatsächlich insofern keinen Einkommensverlust gehabt. Was die Hölle auf Erden war, war zum Beispiel für Musiker. Quartette, Quintette, die Reihe auf, das merkt man ja schon gar nicht mehr, bei was die allem spielen. Geburtstage, buchbare Veranstaltungen in Lokalen, das fiel alles weg. Und das war ganz schnell, besonders für junge Leute, prekär. Deswegen gibt es immer wieder einen Kampf, und ich befürworte den extrem, für ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler, speziell wenn sie jung sind. Denn dann ist das aus, dann gibt es nichts. Das hat für viele Leute, war das sofort, ging es nur noch um die Miete. Um die zu zahlende Miete, um den zu zahlenden Arzt. Das ging ganz schnell ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Sprich an die Grundstruktur des Lebens. Und das war irgendwie schön, ja, für uns schön zu merken, wenn man dann, deswegen habe ich gleich den Gedanken weggetan, ob es ein Blödsinn gewesen wäre, vom Burgtheater wegzugehen. Die hatten es da wirklich viel, viel schwerer. Aber um Ihre Frage final zu beantworten, nein, ich habe es nie bereut, weil ich gewisse Dinge gemacht habe, die ich als Ensemblemitglied nie, 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 niemals hätte machen können oder spielen können. Aber dafür bin ich sehr dankbar. Aber war es dann doch schwer, als Schauspieler seine Sicherheit eigentlich abzugeben? Also um ehrlich zu sein, es haben uns viele Kollegen, weil meine Frau war zu dem Zeitpunkt Regieassistentin am Theater, am Burgtheater, und wir haben eigentlich synchron gekündigt. Und wir hatten aber gerade ein zweijähriges Kind. Und es gab nicht wenige Kollegen, die uns gefragt haben, ob wir irgendwo gegen einen Baum gefahren sind, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben, ja, in so einer Situation. Nur, für mich war es klar, ich wollte nicht, ich hatte, bis zu diesem Zeitpunkt war ich schon 20 Jahre insgesamt an einem Theater. Zuerst Volkstheater, dann fast 7 Jahre, 8 Jahre Schaubühne Berlin und noch einmal drauf 9 bis 10 Jahre Burgtheater. Und ich wollte erstens was anderes. Ich hatte auch eine Audition für das Musical The Producers gewonnen, die immerhin deutschsprachiger Raum weit war. Und da wollte man mehr oder minder, dass ich dann gleich den Vertrag abgebe, um das spielen zu können. Das wäre auch anders gegangen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, nein, das ist mir zu wenig wertschätzend. Das ist einfach zu sagen, ja, dann geh halt, ja, nach 9 Jahren Arbeit, wo ich noch nie irgendeinen Urlaub beantragt hatte. Das war der eigentliche Grund, aber das war vielleicht nur ein kleiner Grund der Wut. In Wahrheit ging es darum, dass man auch schon längst, dass ich längst mich selber in einer Spur gefühlt habe, wo ich mich selbst mehr oder minder nur noch ununterbrochen perpetuierend kopiert habe. Immer dasselbe, weil ich auch immer nur für gewisse Dinge eingesetzt wurde. Das war mir zu langweilig. So. Ja, ist verständlich. Also, Sie haben als 20-Jähriger Ihren Filmhelden nachgeeifert. Welche waren das? Eigentlich war ich immer gerne, Old Shatterhand fand ich wunderbar, von Karl May. Ich wollte Niederindianer sein, was eine äußerst weiße Ausrichtung des Verständnisses dieser Bücher ist. Ich habe dann mal Jahre später mit meiner Frau diskutiert, als unser Sohn begonnen hat, Star Wars zu schauen. Und da habe ich gesagt, ja, das kennen ja so viele Tote. Und ich habe darüber nachgedacht, was habe ich eigentlich in dem Alter geschaut. Um ehrlich zu sein, es wurde in all diesen Star Wars Filmen mindestens um 80% weniger Menschen getötet, als in jedem einzelnen Karl-May-Film, den ich in meiner Kindheit gesehen habe. Die Indianer sind reihenweise niedergemäht worden. War vollkommen wurscht. Hauptsache, die sind alle tot. Und hinterher kam dann die weiße Kavallerie und alles war wieder gut. Und das White America war wieder glücklich und alle waren toll. Und es gab vielleicht noch Winnetou, das war der anständige Indianer, der kein Indianer war. Egal, aber wir sind also mit gewissen Standardfantasien des weißen Europa klar aufgewachsen
Und das wollte ich nachspielen. Für mich war der Cowboy, war der Held. Und dann bin ich drauf gekommen, ich finde eigentlich den Typen mit dem schwarzen Hut, der so böse schaut und der Mörder ist, der am Schluss auch stirbt, der ist super. Den will ich spielen. Der ist klasse. Das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich jetzt immer noch in meinem Berufsleben die kleinen Bösen, die ich wesentlich lieber spiele als die Gutmenschen. Gerhard Bonner war ein wichtiger Mensch in Ihrem Leben. Oh ja. Was haben Sie aus dieser Beziehung mitgenommen? Gerhard Bronner hat mir innerhalb von 3 Wochen alles beigebracht, was ich hätte an der Schauspielschule lernen sollen. Weil, also zumindest im ersten Jahr, weil wir, ich hatte das, die Begegnung war mehr oder minder zufällig. Und wir haben geprobt in einem absurden Arbeitstempo. Wir hatten nur 3 Wochen Probenzeit. Währenddessen wurde die alte Marietta-Bar, in der ich da noch auftreten durfte, die heute noch immer, glaube ich, Fledermaus heißt, damals hieß sie auch Fledermaus, hingen wirklich die Stromleitungen britzelnd von der Decke. Das hat den damals schon weit in seinen 70ern seienden Gerhard Bronner überhaupt nicht gestört. Er hat den Zigarettenspitz beiseite gelegt und so, kommt's Burschen, tun wir was. Und da wurde dann gesungen. Und dann war der Scheinwerfer und du hast gelernt, wie du dich ins Licht stellst. Und dann gab es 2, 3 Choreografie-Schritte. In meinem Leben nie irgendeine Art von Choreografie gemacht. Ich war heiße 19 Jahre alt. Und das musste ich dann auch schnell lernen. Und ich habe auch selbstverständlich bei der Premiere, das weiß ich noch, die allererste Pointe, die meine Rolle hatte, versemmelt. Weil ich mich versprochen hatte. Das hat mir eine lebenslange Sucht nach Präzision eingeflößt in dieser Sekunde. Wusste ich, das darf dir nie wieder passieren. Natürlich passiert das auch. Ja? Das ist auch manchmal das Schöne, dass das auch eine gewisse Menschlichkeit in diesem Beruf zeigt. Aber grundsätzlich sollte man schon präzise sein. Also das Versemmeln einer Pointe gilt nur dann als nicht wirklich schlimm, wenn ich es vorher bei den Proben 26 Mal richtig gemacht habe. Dann ist es eben passiert. Aber von vornherein zu sagen, ist eh wurscht, ja, das ist nicht der Beruf. Und da gibt es meiner Meinung nach auch viele Leute, die das eher genau so handhaben. Und mit zunehmendem Alter werde ich da immer ungehaltener, um ehrlich zu sein. Und welches Erlebnis mit Gerhard Bonner war unvergesslich und bleibt auch unvergesslich? Eigentlich genau der Moment, den ich beschrieben habe, als die Stromleitungen da von der Decke britzelten und der hat gesagt, machen wir was. Und wir haben halt da unterm Starkstrom gesungen in der Probe. Es gab nicht die Zeit. Das ist eigentlich das bleibende Erlebnis. Sie treten oft für Vielfalt ein. Wie wichtig ist das in dieser Zeit? Das ist das A und O. Jetzt. Sie wachsen meiner Meinung nach gerade in einer Zeit auf, die wirklich nicht einfach ist. Aus dem einfachen Grund, uns geht es eigentlich hier in Österreich sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Das ist, wenn Sie einmal nur in eine andere Stadt fahren, die nicht sich auf diesem Kontinent bewegt, und Sie merken, wie Müllabfuhr ein Problem sein kann, ja? Haben wir nicht. Wir haben wirklich noch ein funktionierendes Gesundheitssystem. Das ist noch funktionierend, tatsächlich. Es gibt vieles, was durch die letzten Jahre so kaputt gespart wurde, dass es wirklich zum Problem werden kann. Aber wir sind immer schneller mit der Raunzerei, als mit dem Ist-Zustand und dankbar zu sein, dass man es hat und eben dann von da aus versucht, es zu verbessern. Jetzt kann man aber natürlich sagen, es gibt wesentlich, wenn ich das sage, ja, ich stehe gerade ganz ehrlich, in der Vollkraft des Berufes, ja, ich kann mich nicht aufregen, ich habe Arbeit, ich darf meinen Beruf ausüben, ich darf ihn auch gern haben, ich muss nicht etwas tun, was ich nicht gern habe, habe ich es leicht, aus der vollen Hose rauszulassen. Trotzdem, deswegen ist mir die Vielfalt lieber, weil ich glaube, dass Vielfalt dazu führt, dass man alle Menschen mitnehmen kann. Wir, denen es vielleicht etwas besser geht als vielen, vielen anderen da draußen, haben eigentlich dafür zu sorgen, im Sinne einer Solidarität, dass es denen besser geht.
Wir müssen allerdings auch dafür sorgen, und da möchte ich wirklich ganz klar sein, dass man all diese Tendenzen, die nur aufkommen, weil extrem viel Angst herrscht, und Angst macht unsicher, und aus Unsicherheit versucht man quasi eine Stärke zu wählen. Und plötzlich ist man dann bei Herbert Kickl angekommen, ja, der offen ausländerfeindlich agiert. Das muss man einfach so sagen. Und bei den Waldhäusels dieser Republik, der Schülerinnen ihres Alters vor laufender Kamera beleidigt, so quasi, wenn es sie nicht gäbe, weil sie türkischen Hintergrund haben, dann wäre Wien noch Wien. Was ist das für ein Satz? So etwas geht nicht. Und es ist ein absoluter Niedergang einer politischen Kultur. Ich sage es mal ganz ehrlich, in Deutschland wäre der Mann in 44 Sekunden zurückgetreten worden von einer anderen Partei. Ja? Die AfD macht das genauso. Da gibt es genauso die Epigonen. Und hier gibt es viele, viele Verbindungen. Das heißt, wir haben aus der Vielfalt können wir lernen. Und gerade in Wien und gerade in Österreich, das im Grunde immer von der Vielfalt gelebt hat, sie nur nie wollte. Wir wollten immer Vielfalt haben, weil das haben wir schon irgendwie kapiert, dass das super ist. Aber eigentlich sollten sie alle raus. Ja? Und was bleibt dann über? Die autochthone Lederhose. Das ist schön für die Lederhose, das ist auch schön, eine zu haben. Auch ich habe meine Lederhose. Aber das ist bei weitem nicht alles, was das Leben ausmacht. Und je mehr wir versuchen, und ich plädiere nicht dafür, quasi alle rein zu uns, wir sind das ausländerfreundlichste Land überhaupt. Nein, das nicht. Das haben wir alle kapiert. Auch die wir dann so gerne als Gutmenschen beschimpft werden, die sich für Vielfalt einsetzen, dass nicht alles geht. Ja? Nur, eines muss klar sein, und Ihre Generation wird das viel, viel deutlicher, klarer und auch vielleicht auch ärger erfahren, als unsere das noch erfahren hat. Also Ihre Elterngeneration und Großelterngeneration. Migration, das heißt Menschen, die einen Ort verlassen, um woanders zu leben, aus was für Gründen auch immer, passiert auf der Welt ständig und immer in größerem Maße. Und wenn wir an die Wasserknappheit im Süden Europas, wo alles auf Kreuzfahrten fährt, wo alles sich in die Hotelburgen in den Süden der Türkei begibt und die letztendlich nicht wissen, wenn die Saison vorbei ist, wie sie das Trinkwasser wiederherstellen, und zwar regelmäßig, dann werden wir uns alle noch wundern, was da an Massen noch kommt. Und wenn ich keinen Beruf ausüben kann, weil unter mir die Erde zu trocken wird, was ja nicht heißt, dann sei halt Anwalt. Ja, mit trockener Erde gibt es auch keinen Anwalt, was soll er noch veranwalten? Ja? Diese Menschen suchen natürlich den Weg woanders hin, weil sie einfach nur in Frieden und gut leben wollen. Wenn ich das jetzt ständig verteufle und nur mit Aggressionspunkten bewerfe, ja, die gegen uns, dann werden wir irgendwann ein Problem haben. Da können Sie die Festung Österreich so lange bauen, wie Sie wollen, die werden über die Mauer kommen. Das ist ein Trugschluss. Und gerade Ihre Generation, das ist unsere Bringschuld an Sie, die wir in diesem Falle sehr viel versemmelt haben, wenn ich das mal offen sagen darf. Wir müssen Ihre Generation den Weg bereiten, hoffentlich, dass Sie verstehen, dass das niemals der Weg sein kann. Der andere Weg ist komplizierter. Es gibt einen wunderbaren Satz von Winston Churchill. Demokratie ist eine verdammt schlechte Regierungsform, aber sie ist die beste, die wir haben. Wie Sie selber schon oft erwähnt haben, waren Sie ja Burgschauspieler. Ich selber kenne ja noch das Burgtheater oder das Volkstheater oder das Theater an der Wien. Aber was ich merke, für unsere Generation hat das nicht mehr so einen hohen Stellenwert für die ältere Generation. Meine Generation interessiert sich ja mehr für Filme oder fürs Kino. Bekommen Sie das als ehemaliger Burgschauspieler mit? Ja, absolut. Das, was wir jetzt landläufig Streamingdienste nennen, also Netflix, Sky, all diese Dinge, die wurden schon verteufelt als die Killer des Kinos. Da geht niemand mehr ins Kino. Ich kann mich noch erinnern, jedem, den ich am Anfang erwähnt habe, Laurence Olivier, der wurde engagiert von, jetzt stehe ich mal auf der Leitung, sehen Sie, so ist das, er sollte einen Film drehen in Hollywood. Das war in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Und für Theaterschauspieler in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war es das allerallerletzte, einen Film drehen zu sollen. Das hatte nichts mit Theater, mit Schauspiel zu tun. Das war irgendwie so, was machen die? Ja? Die sind alle dann draufgekommen, wie toll das ist. Speziell als von Stummfilm auf Tonfilm der Sprung gelungen war, technisch. Und das ist etwas, was wirklich absurd ist. Damals galt das wirklich als absolutes No-Go. Ja? Genauso wie es dann für unsere Generationen eine Zeit lang als No-Go galt, wenn man mit Streamern, also für Netflix dreht, dann beteiligen wir uns am Sterben der Kinos. Ja? Heute ist es so, dass die zusammenarbeiten, weil die Streamer wiederum kein Interesse daran haben, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, das Kino umzubringen. Ganz im Gegenteil. Und mein Sohn ist 17, der macht das genauso, wie wir es uns letztendlich wünschen. Er möchte gerne für gewisse Filme ins Kino gehen. Ich brauche die große Leinwand. Ich möchte das sehen. Star Wars kann man nicht auf dem Castle schauen. Das braucht die große Leinwand. Aber einen kleinen Liebesfilm kann ich tatsächlich auf dem Fernsehen drehen und gut sehen. Und that's it. Das ist es. Es wird das eine wie das andere geben. Aber ich kann Sie durchaus verstehen, wenn ins Theater gehen nicht mehr so wichtig ist, weil es hat keinen wirklich bürgerlich-gesellschaftlichen Zusammenhang mehr. Ihre Generation unterhält sich mit ganz anderen und über andere Medien. Da gibt es vieles, wo man sagen muss, oh, da würde ich ein bisschen vom Gas runtergehen. Ja, vielleicht ist dann doch noch die Kommunikation zwischenmenschlich ein bisschen wichtiger. Ja. Und lustigerweise machen Sie das ja gerade, indem wir jetzt dieses Interview führen. Das heißt, das wird nie aufhören. Das wird ein bisschen eine Wellenbewegung sein. Trotzdem würde ich plädieren, sich auf ein Backel Popcorn im Kino zu treffen, macht verflucht viel Spaß mit Freunden. Schon, ja. Also ich muss selber sagen, ich bin noch nie richtig ins Theater gegangen und habe mir was angeschaut. Ich habe zwar ein paar Rollen im Theater in Wien gehabt, aber sonst bin ich nie richtig ins Theater gegangen und habe gesagt, ja, jetzt schaue ich mir das an. Ich weiß nicht, da ist wirklich auch Kino, bevorzuge ich da mehr. Ich weiß nicht, einfach große Leinwand, gute Qualität und dann ja, das mit den Soundgeräuschen, das ist dann ein bisschen cooler. Natürlich, natürlich ist es das. Es hat ja auch damit zu tun, dass man, wenn Sie im Theater sitzen, dann können wir da oben auf der Bühne mitunter sogar riechen, was da unten im Publikum stattfindet. Das darf man nicht vergessen. Was natürlich auch zu einer Unart geführt hat, Sie werden heute keine Aufführung, das ist allerdings ein Phänomen des deutschsprachigen Raums, weil ich kenne es anders, Sie werden keine Aufführung in Wien treffen, egal wann Sie ins Theater gehen, wo nicht pro Vorstellung mindestens 1 bis 2 Handys losgehen. Da können Sie vorher Ansagen machen, so viel Sie wollen, die Leute reagieren nicht. Das einzige Mal, wo ich das nicht gesehen habe, war lustigerweise in New York. Und da kommen die Leute rein, ich schwöre es Ihnen, in den Zuschauerraum, in der kurzen Hose, mit den Einkaufstaschen, daneben sitzt der Anwalt mit Krawatte und Aktentasche, weil die sich eben mal schnell was anschauen, Musical, was auch immer, und dann gehen sie auch wieder ihrer Wege. Aber die haben, New York ist eine extrem schnelle Stadt, immer schon gewesen, die machen das so. Und die gehen da rein. Und ich war in 2 völlig verschiedenen Aufführungen, ein Stück und ein Musical. In beiden. Und die Leute sind wirklich am Anfang, das war, hello, wie geht's dir, Schulterklopfen, Ding. Nicht so ruhig gesittet, man geht in den Zuschauerraum wie bei uns. Bei uns war das ja schon ein Skandal, dass die Leute in Blue Jeans ins Theater gekommen sind. Ja? Da war ich so jung wie Sie ungefähr. Da gab es wirklich ganze Zeitungsartikel, das waren Schlagzeilen wert, dass das Burgtheater Leute in Jeans ins Theater lässt. Geht nicht, Skandal. Ja? Aber in diesen beiden New Yorker Aufführungen, wie gesagt, die Leute in der kurzen Hose, im T-Shirt, völlig wurscht woher, nicht ein Handy. Und in dem Moment, wo der Zuschauerraum dunkel wurde, war Stille und Zuhören. Und da gab es auch kein Gehuste und Gehampel und was auch immer. Das ist auch, da muss ich ehrlich sagen, ist mir dann die Krawatte und der Anzug im Theater völlig wurscht. Die Leute sollen zuhören. Es geht um den Inhalt. Ob der in der kurzen Hose da sitzt oder sowas, ist mir egal. Allerdings, optisch hat es was Schönes. Finde ich sehr interessant, weil ehrlich gesagt hätte ich es von New York eigentlich am wenigsten erwartet. Ich auch nicht. Ich dachte, ich komme da in eine kleine Hölle hinein. Das Gegenteil war der Fall. Was hilft einem, einen schwierigen Text zu lernen? Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber bei Abraham
Abraham a Sancta Clara, muss ich sagen, Hut ab, dass Sie das so flüssig eigentlich vorgelesen Naja, das ist Lesetraining. haben. Ja. Das hilft nur, das laut zu lesen. Die Sprache war schwierig. Ich kann Sie absolut verstehen, dass Sie da. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, gewisse Worte wusste ich auch nicht. Und es gab ungefähr zwei, drei, die waren auch so nicht mehr herauszufinden für mich. Die habe ich schlicht und ergreifend versucht zu übersetzen. Und ich meine wirklich nur zwei, drei. Beziehungsweise dann einfach zu streichen und den halben Satz auszulassen, weil er auch nicht wirklich wichtig war. Das finde ich legitim, wenn gewisse Worte in der Zuhörerschaft einfach nicht mehr verstanden werden können, weil sie schlicht und ergreifend vor 300 Jahren eine gewisse Bedeutung hatten, die wir nicht mehr verstehen können, weil das System dafür nicht mehr da ist. Wenn ich heute im Theater Krankenwagen sage, hat jeder sofort das Bild eines Krankenwagens. Hätte ich das Wort Krankenwagen 1542 auf einer Bühne genannt, hätten die da unten gedacht, ich komme vom Mars. Also man muss es auch immer umgekehrt sehen. Deshalb sind diese kleinen Textveränderungen legitim. Allerdings bin ich sehr dafür, alte Sprache auch tatsächlich alt zu belassen. Das heißt, die Formulierungen, die so waren, die auch etwas zum Beispiel sehr Kompliziertes, habe ich nicht geändert, nämlich das Wort wann. Weil das Wort wann meint in dem Abrahamer Sancta Clara Text die Bedeutung von wenn. Wenn ich nach Hause komme, werde ich einen Tee trinken. Heißt bei ihm, wann ich komme nach Haus, werde ich einen Tee trinken. Ja? Damals hat man das so gesagt. Das Wann hatte nicht die Bedeutung, die wir mit dem Wort Wann heute verbinden. Also solche Dinge. Aber auswendig zu lernen hilft schlicht und ergreifend nur vor allem Denken. Inhalt Denken. Da hat meine Großmutter Paula Wesseli einen sehr schönen Satz gesagt. Du kannst auf der Bühne stehen als Mörder des Julius Cäsar. Du kannst während des Mordes an Julius Cäsar an ein Butterbrot denken. Hauptsache, du denkst. Wenn du nicht an dieses Butterbrot denkst oder woran auch immer du glaubst, denken zu sollen, während du Julius Cäsar den Dolch in den Hals rammst, wird das Publikum Fadäs haben. Es wird nicht bei mir sein. Ich kann auf der Bühne stehen und einen Satz denken und ich glaube, dass ich damit, wie jeder Schauspieler, der es tatsächlich tut, einen Zuschauerraum in vollkommene Stille versetzen kann, ohne dass ich ein Wort rede. Das ist möglich, das ist der Zauber des Theaters. Das haben Sie beim Film nicht. Ja, aber das stimmt wirklich. Also das habe ich auch, als ich eine kleine Rolle im Theater in Wien bekommen habe, habe ich das wirklich auch gemerkt. Also auch bei den Interviews. Wenn ich nicht ganz bei der Sache bin, dann ist es nicht gut. Dann ist Genau. es fad, ehrlich gesagt. Ja. Und darum ist es immer wichtig, egal wo, egal ob, weiß nicht, im Deutschunterricht oder wo auch immer, es ist wichtig. Gab es schon mal ein Drehbuch, das Sie abgelehnt haben? Ja. Oh ja. Wo mir einfach zu wenig Fleisch am Knochen war. War eine kleine Rolle, die dramaturgisch nicht unbedingt wichtig war. Hätte ich vielleicht als Junger niemals gemacht, hätte ich gespielt als Junger, selbstverständlich. Weil da ist es eigentlich, da macht man im Grunde alles. Aus dem Ja. einfachen Grund, weil man muss üben, man muss auch selber bekannter werden. Klar. Also das habe ich gemacht, als ich älter wurde, Wie ist es, als Schauspieler im Publikum zu sitzen? ja. Unerträglich. Danke. Die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Ist großartig. Top. Es ist teilweise ganz fürchterlich, weil man, wenn einem das nicht gefällt, was man da sieht, ja, also erstmal hat man natürlich 100.000 technische Fitzeleien, man weiß sofort, warum ist das Licht, warum muss der Kollege im Dunkeln stehen vorne, wenn rechts ausgeleuchtet ist, wieso muss er links, verstehe ich nicht, etc. Ja. Das läuft aber alles in 30 Nanosekunden ab. Dann missfällt einem die Aufführung nicht, weil man selber, wie jeder andere, eine andere Vorstellung, also die Aufführung missfällt einem, weil man eine andere Vorstellung von dem Stück hatte. Wenn man es kennt vorher schon. Vielleicht auch sogar selber schon gespielt hat. Ganz schlecht. Man geht aber hin, weil man muss ja auch ein bisschen up to date bleiben und wissen, was so läuft. Und dann hat man ein riesiges Problem, wo ich mir jetzt mehr oder minder das auch ein bisschen herausnehme, langsam mit zunehmendem schönen Mittelalter, sage ich mal.
Man kann nicht aus dieser Aufführung rausgehen, weil man ist Kollege. Und manchmal wissen die Kollegen ganz genau, wo man sitzt, auch wenn sie einen nicht sehen, weil sie haben die Karten besorgt. Das heißt, das sind richtige, da kommen sie in Konvulsionen, weil sie wissen ganz genau, ich muss mir das jetzt noch an eine Stunde nach der Pause geben. Ich bin da ganz ehrlich. Das bedeutet aber im Gegenschuss auch, ich akzeptiere absolut, wenn jemand aus Aufführungen rausgeht, wo ich auf der Bühne bin. Das muss ich dann genauso akzeptieren. Aber irgendwann saß ich mit meiner Frau in einem Stück, wo ich gesagt habe, das, was wir da gerade sehen, hat mit dem Titel des Stückes nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich langweile mich, mir geht es nicht gut und es ist meine Lebenszeit. Und dann steht man auf und geht in der Pause. Möglichst geräuschlos, sehr, sehr höflich. Aber ich muss sagen, wie gesagt, solange ich akzeptiere, dass das mir auch passieren kann in einer Aufführung, à la bonheur. Ich möchte niemandem die Zeit stehlen. Das ist ein Beruf, der sehr davon abhängig ist, wie viel Hinwendung man vom Publikum bekommt. Damit meine ich jetzt nicht nur den Erfolg, sondern überhaupt die Bereitschaft, sich in ein Theater zu setzen oder die Bereitschaft, ins Kino zu gehen oder die Bereitschaft, sich einen ganz bestimmten Film zu Hause anzusehen. Wenn ich diese Bereitschaft erzeugen kann, habe ich zunächst einmal nur dankbar zu sein. Aus. Dann reden wir über Inhaltliches. Aber wenn es mir meine Zeit stiehlt und ich das Gefühl habe, ich habe nichts davon, es gibt mir nichts, dann bin ich genauso Publikum wie alle anderen auch. Ich will mein Erlebnis haben und bekomme es nicht. Dann gehe ich. Finde ich aber gut. Also haben Sie sich da schon oft was von Kollegen anhören müssen, die dann gesagt nein. haben... Nein. Nein, das macht auch keiner. Da geht man dann sehr verlogen drüber weg und versucht, sind auch ganz schwierige Dinge, wenn man in einer Premiere saß, ja, dann ist man hinterher auf die Premierenfeier eingeladen. Das Ding hat einem absolut nicht gefallen. Wie rede ich mit den Kollegen? Ja, und da gibt es gewisse höfliche Standardformulierungen, die alle Umstehenden sofort verstehen, die auch ich verstehe, wenn sie mir gegenüber gesagt werden, wenn ich gerade selber Premiere hatte. Ja, ist zu akzeptieren. Aber man würde niemals, es sei denn, man hat ein großes, wirklich, wirklich tiefes Vertrauensverhältnis, und das ist unter Schauspielern fast nie der Fall, würde ich sagen, aber wenn man das hat, dann kann man auch am Abend der Premiere hingehen und sagen, pass auf, Folgendes, ja, hat mir nicht gefallen, weil, aber ein Schauspieler, eine Schauspielerin, ein Regisseur, selbst der Beleuchter, ist am Abend der Premiere in einer Art von Erwartungshochspannung. Das heißt, alles, was Sie negativ sagen, und sei es auch nur ein Fitzelchen einer Formulierung, kommt wie ein Magenschlag mit der Faustramme in den Bauch getrümmert. Und da müssen Sie sehr, sehr aufpassen, weil das hat tatsächlich auch mit einer psychischen Verfasstheit zu tun. Und jemandem weh zu tun, das ist es nicht wert. Und das mit dem Kritisieren kenne ich auch, aber ich habe das halt bei den Filmen. Also sofort, wenn ein Film angeht, mir fällt was auf, das ist falsch, da gibt es einen Filmfehler, da wurde nicht gut bearbeitet, der Schauspieler, der spielt schlecht oder die Mimik, also das habe ich halt bei den Filmen. Na, das fällt einem auf, natürlich. Da ist man, ich finde auch immer die Formulierung schwierig, wenn Kritik geübt wird von jemandem, der nicht aus dem Theater kommt, also ich bin ja kein Profi, aber... Natürlich sind Sie kein Profi. Trotzdem dürfen Sie bitte Ihre Meinung äußern. Sie haben gerade was gesehen, ich habe es Ihnen präsentiert, es hat Ihnen nicht gefallen. So what? Muss ich damit umgehen? Sie haben erzählt, dass Ihnen einmal ein Bild vom Vietnamkrieg vorgespielt wurde. Und danach waren Sie zwar nicht traumatisiert, aber naja, ja. Ich habe zu früh ein Foto gesehen von einem toten Soldaten, der aus einem Panzer raushing. So. Und das war ein Time and Life Bildband. Als es noch kein YouTube gab, gab es Dokumentationen in gedruckten Bilderbüchern oder Magazinen. Und das hieß das Life Magazine. Und das war einfach, ist mir zu früh in die Hände gefallen. Gut, hat mich jetzt auch nicht umgebracht, ja, aber es war klar, man kann nicht alles anschauen. Trotzdem haben meine Eltern darauf bestanden, dass ich letztendlich alles offen sehen darf, was es da so gibt im Bücherregal. Und das war besser. Also ein kleiner Schock hat jeder irgendwann mal. Ja. Was soll es denn? Naja, also meine Eltern haben mich mit 9, 8 Jahren mit ins KZ genommen. Und naja, da waren schon Bilder, die man vielleicht als 9, 8-Jährige nicht so gerne sieht, wie zum Beispiel von einem Leichenberg oder was auch immer. Da bin ich dann schon oft so durchgegangen.
Aber ich habe was mitgenommen. Also die Mama hat mir von der Anne Frank erzählt und die beschäftigt mich bis jetzt noch immer sehr. Also Ich darf Ihnen sagen, ich war wirklich schon als jetzt fast, da war ich fast 50, bin ich auch ins KZ Mauthausen zum ersten Mal. Und ich habe da auch was ganz Bestimmtes erlebt. Das ist jetzt, es gab lustigerweise, weil ich dort durchgeführt wurde von den Verantwortlichen, weil ich was anderes da tun sollte oder zu tun hatte. Und wir waren justament kurz vor der Gaskammer, als der Strom abschaltete und alles finster wurde. Das sind Zufälle. Ja? Ich war auch schon in einem Nebenlager von Theresienstadt. Und ich bin dann so geartet, leider, obwohl ich diese auf Büchern hunderttausendfach gelesen, ja? Leichenberge, alles gesehen, auf Fotos. Wenn sie dann in the real thing stehen, ja, ist es immer noch was anderes. Und ich sage Ihnen, bei beiden Malen habe ich ungefähr 3 Tage gebraucht, um meine Nächte wieder einigermaßen so zu beruhigen, dass sie machbar sind. Das hat mich gelehrt, vorsichtig zu sein mit diesen Dingen. Das ist nicht etwas Ungewöhnliches und das passiert auch älteren Menschen. Und ich bin Gott sei Dank, das ist ja vielleicht auch was Schönes, kann man ja auch mal positiv formulieren. Ich bin so friedlich und behütet aufgewachsen, dass mir diese Dinge Albträume verschaffen. Ich musste sie aber nicht selber erleben. Das ist noch immer ein Unterschied. ja. Ich habe meinen Sohn noch nie mitgenommen dahin. Der ist jetzt schon 17, der wird das vielleicht anders machen. Das heißt, wir machen es anders. Es wird eine Schulexkursion geben jetzt im nächsten Jahr. Und da habe ich gesagt, die möchte ich dann führen. Und ich werde mich dann noch einmal, wenn alles gut geht und der Termin passt, werde ich mich noch einmal nach Mauthausen begeben. Und dann vielleicht etwas geschickter auch mit meiner eigenen Seele umgehen. Aber daran können Sie erkennen, was für ein Horror das ist. Und dass wir alles daran setzen müssen, dass eben so etwas nie wieder passiert. Und in dem Fall darf ich gleich jetzt hier, auch in diesem Interview, ganz offen sagen, an alle Schülerinnen und Schüler gerichtet, wenn eine Partei Leute in ihren Reihen hat, die kein Problem damit haben, die Hand zum Hitlergruß zu erheben, dann darf ich die ganze Riege gerne den Besuch eines KZs empfehlen. Vielleicht wird man dann davon geheilt. Das hat in einer Demokratie nichts verloren und schon gar nicht in Regierungsfunktion. Ich muss sagen, dass, glaube ich, ein KZ-Besuch mit meinen Klassen, unseren Klassen vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weil es gibt viele, die noch Witze darüber machen und finden, das ist extrem lustig und hahaha und so. Wo ich mir dann denke, Das ich war im Witzemachen, KZ, also. ja, das Witzemachen ist auch ein Ausdruck von kleiner Panik. Wenn man weiß, dass etwas negativ ist, man hat es aber nicht erlebt und kann es noch nicht wirklich begreifen, ist man mit dem Witz darüber sehr schnell dran, weil es im Grunde das kompensiert, dass man selbst ganz genau weiß, da werde ich durch müssen, irgendwann. Sie haben auf die Frage, was ist Energie, geantwortet, was ich sehr toll fand. Etwas, das wir leider zu oft verbrauchen. Als Schauspieler braucht man ja viel Energie. Also in der Früh aufstehen oder spät am Abend heimkommen und dann früh aufstehen. Gab es in Ihrem Leben schon mal den Punkt, wo Sie aufgewacht sind und gesagt haben, jetzt habe ich keine Energie mehr? Oh, ja, nur um 20 Minuten später unter der Dusche zu stehen und sagen, ist so. Nein, um ehrlich zu sein, es gibt schauspielerische Zustände, die sind wirklich sehr, sehr erschöpfend. Ja? Aber wenn man aus dieser Erschöpfung, wenn man das Vergnügen hat, diesen Beruf ausüben zu dürfen, so wie ich das für mich sage, dass ich das so darf, ja? Und es mir Spaß macht, dann glaube ich, Erschöpfung kommt dann irgendwann nicht. Weil ich weiß ja, wofür ich es mache. Jeder Beruf ist in sich anstrengend. Ich hab mal das große Vergnügen gehabt, meine Frau und ich, wir haben mit John Malkovich lang geredet, der im Burgenland eine Aufführung hatte und wir waren auch da und haben da inszeniert. Und dann gab es eben einen Abend, wo wir einander kennenlernen konnten und er hat etwas sehr, sehr Interessantes. Wir haben da natürlich über soziale Probleme und so weiter sofort politisch diskutiert, der Unterschied zwischen Amerika und Europa und so weiter. Und irgendwann sagte er den wunderbaren Satz: Don't forget, all these people who are there in the Mid-America flyover states, they don't like what they do. We like what we're doing.
Und das ist der Unterschied. Viele Menschen sind gezwungen, mit ein, mit zwei, mit drei Berufen über die Runden zu kommen und keinen von diesen dreien wollen sie ausüben. Es ist ein absolutes Glück und Privileg, so etwas tun zu dürfen. Und es ist alles dafür zu tun, wie wir am Anfang schon gesagt haben, dass diese Menschen das auch spüren dürfen, das auch haben dürfen. Und dann werden sie ganz wenig Radikalität haben und sehr wenig soziale Unruhen, weil es auch etwas hat mit einer inneren Befindlichkeit, nämlich nicht nur Geld verdienen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu leben und Arbeit zu haben. Wenn ich damit mehr Geld verdienen kann, wird das sicher niemand ablehnen. Ich auch nicht, blöd wäre ich. Ja? Aber es geht darum, grundsätzlich eine Sicherheit zu schaffen. Und dann kommt vielleicht eine Gesellschaft aus diesen ewigen traumatischen sogenannten Burnouts, ja, vielleicht raus. Ich glaube, dass das sehr viel mit Umverteilung zu tun hat. Und zwar nicht jetzt ein Feuerdings gegen die Reichen. Ja, es gibt vielleicht ein paar viel zu reiche Menschen auf diesem Planeten. Das Geld ist nicht gerecht verteilt. Wir befinden uns leider auf einem, meiner Meinung nach, auf einem Rückschritt. Wir waren schon mal weiter in der Umverteilung. Wir waren schon viel weiter. Und es ist leider wieder misslungen, das Kapital so zu streuen, dass es wirklich allen Menschen hilft. Das Problem ist, dass man so viel jetzt erhalten muss und nicht mehr quasi bekommen möchte. In den 70er Jahren, ich habe neulich ein Foto auf Twitter gesehen, Wien in den 70er Jahren, das war die alte Stadtbahnstation. Ich bin noch mit der Stadtbahn gefahren. Das waren knarzende, holzbetäfelte, rote, weinrote, dumpfe Wägen, die scheppernd durch das graue Wien gegangen sind. Da war es völlig klar, dass man irgendwann sagt, ich möchte gerne eine Partei wählen, die hier Licht reinbringt. Ja? Und jetzt haben wir das Licht. Es ist ja da. All diese Häuser, die Sie hier draußen sehen, waren in meiner Kindheit unrenoviert. Das war ein Sprichwort, das graue Wien. Es gab keine gelb gestrichene Kirche. Die waren alle grau. Es gab kein, man hatte das Geld nicht, es gab es nicht. Es waren andere Dinge wichtiger bis dahin. Dann in den 80er, 90er Jahren kam dieser Riesenschwung. Ich bin von 92 bis 99 habe ich in Berlin gelebt und war wirklich nur sporadisch hier. Und als ich wieder zurückkam, habe ich Bauklötze gestaunt, was hier weitergegangen ist. Da waren Lokale, da wurde plötzlich, das gab es auch nicht, dass Dinge mit Licht bestrahlt werden, Gebäude, ja, heute viel zu viel. Elektrosmog ist eine Krankheit. Aber damals war das neu. Und das war super schön, das war super schön, das war toll. Und es war alles sauberer. Und es lag nicht der Müll auf der Straße. Ich bin als Kind in den 70er Jahren noch mit dem Auto gefahren, da haben die Leute vor uns haben einfach das Eispapier aus dem Autofenster rausgefetzt in die Landschaft. War völlig normal. Aschenbecher entleeren auf der Autobahn bei 120? No problem, hat jeder gemacht. Wer musste ja weiter rauchen drin. Das heißt, da hat sich wirklich viel, viel, viel verändert zum Guten. Und jetzt ist plötzlich eine Welt da, die sagt, wir können das nicht erhalten. In Italien fährt teilweise die Müllabfuhr nicht. Ja? Es ist kein Geld mehr da, ein Haus neu zu streichen. Plötzlich sind die Straßen löchrig, weil sie wurden eben zuletzt 1982 renoviert. Jetzt ist aber kommunal kein Geld mehr da. Und dann lesen Sie, dass sich irgendwie Leute das Zeug in die eigene Tasche gestopft haben. Ja, sicher, da wäre ich auch gern radikal. Das heißt, da müssen wir etwas tun, damit das eben nicht passiert. Das ist eine lange Antwort auf eine kurze Frage, sorry. Das waren schon alle Fragen, aber ich habe noch eine Schnellfragerunde. Mhm. Lieblingsfilm? Ben Hur. Lieblingsjahreszeit? Oh, Sommer. Lieblingsbuch? Derzeit einige, aber die letzten, die mich wirklich noch interessiert haben, war von Stephen Fry, Mythos, Helden und Troja. Englisch Mythos, Heroes und Troy. Drei über die griechische Mythologie. Lieblingsbeschäftigung? Lesen. Lieblingsspeise? Fleischlaberl mit Spinat, Kartoffelpüree und Spiegelei. Lieblingslied? Buh, hab ich keins. Bühne oder Leinwand? Derzeit Leinwand. Woran glaubst du im Leben oder glauben Sie im Leben? An
dass man eine Idee hat, mit der man durchs Leben geht. Das hilft, sagen wir so. Ja, schwer zu sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es tut mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Und danke für die echt tollen Antworten. Danke sehr. Danke für die tollen Fragen. Sehr gern.